Ja, hallo Freunde, lasst uns heute einmal hier über diesen Bürostuhl, über diesen Office Chair hier von Zeeho sprechen, so heißen die. Die machen nur solche Dinge, also Stühle, sind also spezialisiert darauf. Ja, und was mir aufgefallen ist beim Auspacken, deswegen habe ich euch jetzt nochmal so in diesem Zustand mitgenommen, ne, ist, dass die Teile wirklich alle qualitativ sehr, sehr hochwertig sind. Fängt hier mit dem Mechanismus an, der, ich sag mal, locker doppelt so schwer ist wie bei anderen Stühlen, die ich bislang zusammengebaut habe. Dann hier einmal Armlehne. Ja, also das hat schon alles eine super Qualität. Das wollte ich euch einmal kurz schon mal vorab mitteilen. Schrauben haben wir nicht viele. Warum? Montage. Ich nehme euch gleich Step by Step mit. Und zwar hier mit der Kamera. Ja, lasse ich euch mitlaufen. Montage, ja, das Übliche. Ne? Da einmal die Rollen drunter, werden reingeklickt. Dann einmal den Dämpfer drauf. Dann die Armlehne und den Mechanismus unter den Sitz. Dann die Lehne dran und dann das Ganze draufstellt, ne? Und dann natürlich noch die Kopfstütze schon zum Schluss. Das ist es. Lasst uns erstmal aufbauen und dann sprechen wir weiter. So Freunde, wir haben fertig gebaut und ich habe euch extra zum Schluss die Detailfotos eingestellt. Warum? Damit ihr nochmal seht, okay, hier zum Beispiel bei den Lehnen, ne, habt ihr ein Spiel. Das Spiel ist 3 cm. Ich habe es ganz nach außen gestellt und zwar deswegen, weil ich sehr breitschultrig bin. Werden wir ja später noch sehen, wenn ich euch dann noch die WIP- bzw. KIP-Funktion entsprechend noch darstelle. So, lasst uns kurz über die Maße sprechen, weil auf einmal so natürlich wieder einiges falsch ist und vieles auch fehlt. So, ich habe euch hier nochmal gemessen, was also richtig ist. Auf Amazon habe ich nicht korrigiert. Da schaut ihr bitte Link in der Produktbeschreibung nach und da findet ihr alle Maße. Die Höhenverstellung geben die an mit 43 bis 53,5. Ich bin auf 54,5 in der Höhe gekommen. Ja. So, dann habt ihr hier einmal die 43 cm. Das hier stimmt und zwar immer, die haben immer an der schmalsten Stelle gemessen, natürlich nicht an der längsten Stelle, ne, oder an der breitesten Stelle. So, was fehlte, war das Maß hier und zwar einmal die Höhe von dieser Kopfstütze, die ist 18 cm. Und dann fehlte noch das Maß, okay, um wie viel könnt ihr es denn tatsächlich verstellen? Und zwar hier an der Stelle ab da gemessen, ja, könnt ihr bis Mitte 63 oder bis Mitte 71. So, das Ganze heißt also 8 cm und das Ganze habe ich mal, es sind, ihr seht hier, ne, so Rasten drin, geht in 9 Stufen. Ja, das ist machbar. So, breiteste Stelle von dem Stuhl hier habe ich auch mal für uns gemessen, sind 51 cm. Und die schmalste Stelle hier an der Lende, das sind dann tatsächlich 42 cm. Lehnenhöhe habe ich jetzt hier gemessen, 51 cm. Da sind die auf 47 gekommen, also 51 cm. Und zwar hier auch ab dem höchsten Punkt gemessen, ja, was natürlich auch ein wenig besser ist. Das habe ich euch genannt, das habe ich euch genannt, habe ich euch genannt, habe ich euch genannt. So, wenn der Sitz oben ist, also ganz nach oben gestellt auf diese 54,5, dann habt die Armlehne runtergeklappt, habt ihr dann eine Höhe von 71 cm. Ich sage es euch deswegen, weil ein Standardschreibtisch hat 75 cm. Dann habt ihr also hier noch Luft, das Ganze hochzustellen. Wie gesagt, was die Bewegungsanimationen anbelangt, bekommt ihr gleich dazu noch ein paar animierte Bilder. Dann könnt ihr genau sehen, was da geht und so weiter. Ne? Ja, und dann schauen wir uns mal den nächsten Zettel kurz an. So, und zwar ist das Ganze hier hinten, das zeige ich euch gleich, stufenlos machbar. Und da sind 7 Stufen. Ja, das heißt also im Gegensatz zu ganz vielen Stühlen, die hier an der Stelle wirklich nur so ein Teil haben,
was beweglich ist und was sich dann zurückklappt, wenn ihr euch dann entsprechend dran lehnt. Ja? Habt ihr hier eine Lendenstütze für den Rücken entsprechend, die also wirklich verstellbar ist. Auch das bekommt ihr als Animation. Ich wollte es euch nur mal in der Praxis zeigen. Ihr seht also, wir schieben das jetzt nach vorne. Ja? Für die Leute, die mehr so einen hohlen Rücken haben, ne? Können das dann hier weiter reinschieben, dass es wirklich dann passt. Ne? Das muss man sich Zentimeter für Zentimeter nähern. Und das Schöne ist, ihr habt hier eine Höhenverstellung. Die zeige ich euch auch gerade mal. Und zwar geht das auch hier in Rasten. Ne? Einhändig bekomme ich das jetzt natürlich nicht so fein hin. Ja? Aber üblicherweise Raste für Raste könnt ihr euch das Ganze dann so einstellen, wie ihr es wirklich braucht. Das Ganze hier wirklich, ne? Ihr seht also, geht ziemlich weit rein. Ja, also, das war dieser Zettel hier, ne? Also mit dieser Geschichte. Und da habe ich auch 7 Stufen, habe ich gezählt, die da eben halt einrasten. Armlehne, 6 Stufen, wie gesagt, Animation bekommt ihr gleich. Und hier habe ich nochmal den deutlichen Hinweis gemacht, ne? Ihr seht das hier, da halt hättet ihr jetzt noch Spiel, das Ganze 3 cm auf jeder Seite nach innen zu bringen. Für die Leute, die eben halt schmaler sind, dass es da auch passt. Ich habe es, wie gesagt, ganz nach außen gebracht. Okay. Hebelmechanismus. Der Hebel ist sehr, sehr gut platziert, nämlich genau hier an der Armlehne. Also schon mal neigt man dazu, den immer wieder zu suchen. Kennt jeder, der schon mal so einen Stuhl benutzt hat. Hier kann man sich nicht vertun, in dem Fall also genau an der Armlehne. Und dann kann man hier eben halt über diese Geschichte hergehen und das einstellen. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, was bei anderen Stühlen immer problematisch ist, ist das Ganze wirklich dann genau zu justieren. Aber hier, ich mach's mal, ja, habt ihr wirklich eine sehr feine Justierung, heißt also, könnt es wirklich Stück für Stück von oben nach unten, bis ihr die richtige Sitzposition habt. Vielleicht ganz kurz hier zu dem Actor, der hier drauf sitzt. Ich bin 1,88 und 98 Kilo. Ja? So, deswegen können wir auch hier nochmal im Endeffekt das Hinsetzen machen. Ihr seht also, ne? Das ist auch beim Hinsetzen, das ist immer so ein gewisse Geschichte, wo ich sage, da lege ich Wert drauf, dass das hier eben halt dämpft, ne? Dass man da nicht jedes Mal so einen Schlag in den Rücken kriegt, insbesondere wenn man viel aufsteht und so weiter, sich viel bewegt, wie ich das den ganzen Tag mache. So, dann passt das. Ja? So sollte es sein. Okay, dann schaue ich mal, ob ich jetzt euch auch in die richtige Position habe. Und dann können wir einmal hier an der Stelle auch direkt, hier ist natürlich immer so ein Zugmechanismus dran. So, wir sind jetzt hier locker eingestellt, ja, so. Und ihr seht, was geht. Und das kann man jetzt hier natürlich fixieren. Einmal hier und dann haben wir es fixiert. Ne? Das macht für mich wenig Sinn, dass so auf dieser Stellung, ihr wollt mal wirklich so komplett unter dem Schreibtisch halb arbeiten, ne? Tastatur und so weiter, dann ist das denkbar. Ja? Ihr seht, was ich gesagt habe. Ne? Für mich jetzt hier komplett die relaxte Haltung. Ja? Ich mache es nochmal kurz so runter. Auch das, ja, das passt bei mir schon nicht mehr, also das müsste hier schon wieder ein bisschen höher. Ja, also so wirklich absolut relaxed, eben halt in Schulterbreite. Darauf solltet ihr achten, aber wie gesagt, sonst dreht den Stuhl nochmal rum, bringt es noch ein bisschen rein und so weiter. Ihr könnt das, denke ich, mal selber einschätzen, ich habe wirklich sehr breite Schultern. Ne? Also insofern war diese Stellung, die ich jetzt hier gewählt habe, für mich optimal. Okay, wir wollten aber hier drüber sprechen und zwar könnt ihr es jetzt natürlich hier, ne, eingerastet. Jetzt könnt ihr das wieder rausnehmen und während ihr hier schon nach vorne geht, rastet ihr das wieder ein und dann seht ihr, klickt er sich beim nächsten Step auch wieder rein. Ja, wenn er das jetzt wieder rauszieht,
und direkt wieder nach vorne geht, so, ja, dann seid ihr hier eingerastet. So, ziehen wir es raus. Ja, okay. War jetzt so schön, da haben wir gedacht, wir machen das nochmal und ich zeige euch hier unten nochmal den Hebel dabei. Ne? So, glaube ich, da eben wart ihr nicht im Bilde. Ja, also, jetzt sind wir hier feste. Ne? So, und dann muss man ab und zu hier, ne, ihr seht ihn mal kurz nach vorne, ja, so dass er eben wieder rastenfrei ist. So will ich das jetzt mal nennen. Und dann könnt ihr das hier nochmal, da unten, ja, einmal wieder einrasten. Ne? Und dann ist das Ganze in dieser Stellung. Ja, und dann, wenn ihr loslasst, hier auch nochmal kurz die Raste freigeben. So, und dann habt ihr das hier eben halt in dieser zweiten Stelle und dann einmal so, Raste loslassen und dann könnt ihr wieder schön wippen. Ja Leute, diese Videos hier, Stühle, ne, immer gerade mit diesen Fotos und dem Bewegungsspektrum, immer sehr aufwendig. Ich hoffe deswegen, es hat euch was gebracht, es hat euch gefallen und super einfache Montage von dem Stuhl hier und ja, Qualität passt, ne? Das habe ich ja schon am Anfang gesagt, weil ich weiß nicht, ich hatte früher mal ein Büro mit 5 Sitzplätzen und Arbeitsplätze und da haben wir ein paar mehr Stühle immer aufgebaut auch und insofern kann ich euch sagen, dass das hier wirklich gute Qualität ist. Klare Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Wie gesagt, ich habe hier nichts gesponsert bekommen, sondern den Artikel ganz regulär erworben. So Leute, nochmal, ja, passt alles. Alles Gute, bleibt gesund und tschüss.